Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich habe eine etwas ältere Flasche hier. The Irishman, Small Batch, Non-Chilled Filtered, Oloroso Sherry Cask Finish Founders Reserve. So steht es auf der Verpackung hier. Allerdings, wenn man die Flasche rausholt, steht hier, es ist eine Einzelfassabfüllung, Fass Nummer 1505. Also der kleinste Small Batch der Welt ist eine Einzelfassabfüllung. Ich habe Flasche 137 von 956, 46% Sherry Founders Reserve, The Irishman. Whiskey Base Nummer 185178 kostet knapp 55 Euro. So, es gab insgesamt, es gab der Fass in Deutschland zumindest 1505, 1504 habe ich hier bisher gesehen. Wenn ich zurückgehe zu Whisky Experts, zu einer Pressemitteilung vom 20. Oktober 2020, steht es denn da, es gab insgesamt 8000 Flaschen davon. Alle mit 46% und diese 8000 Flaschen waren denn da 9 Sherry-Fässern. Also wenn man nochmal hier schaut, 9 mal 900, ja, kommt fast ungefähr dahin mit der 8000, knapp über 8000 Flaschen. Und der Kostenpunkt war damals ursprünglich gedacht mit 75 Euro. Ja, also heute, wenn man noch eine Flasche bekommt, kann man zu Whiskey Base hingehen. Und da gibt es tatsächlich eine Flasche auf auch einer Anbieter, der auf jeden Fall den für 55 Euro noch hat. Also Whiskey Base 185178 oder einfach Founders Reserve 1505 Sherry eintippen, kommt man auch denn da drauf. Und laut der Information von dieser Pressemitteilung auf Englisch von Founders Reserve steht es denn da, dass es dreifach destilliert, gänzlich auf kupferne Brennblasen, gereift in amerikanischen Eichen-Bourbon-Fässern, bevor es gefinisht wurde in Oloroso-Sherry-Fässern für einen zusätzlichen 12 Monate und wurde abgefüllt mit 46%. Das war jetzt hier, steht denn da irgendwo auf Kältefiltration wurde verzichtet. So, wo haben wir das hier? Steht es denn da? Nö, finde ich hier nicht. Irgendwo steht, glaube ich, hier Non-Chilled Filtered, Natural Color. Dachte ich mir, steht hier, genau, Small Batch Non-Chilled Filtered. Natural Color steht hier nicht hier drauf. Schade. Bernard Walsh hat das hier abgefüllt. Damals war er noch, dachte er würde in sein Royal Oak Brennerei das dann auch dann machen. Womit möchte ich es vergleichen? So. Die Flasche sieht er ständig hinter mir hier, meine linke, deine rechte Seite. Das ist ein Bushmills, 10 Jahre alt, ohne das Altersangabe hier. Limited Release Cask, 1 Liter in ein Oloroso Sherry Cask Finish. So, das hier hat den Whisky Base Nummer 179021 und für eine 1 Liter Flasche bezahlt man 38 Euro. Okay, 10 Jahre alt, 46%, 38 Euro. Hier haben wir offiziell No Age Statement, da stand es hier drin. Genau, gereift in Ex-Bourbon-Fässern und dann dort für 12 zusätzliche Monate in dann dort Oloroso Sherry-Fässern. Und da ist wirklich, wirklich, wirklich die Frage, was würde ich lieber haben? So, warum habe ich erst jetzt dieses Video gemacht? Weil ich erst diese Flasche geteilt habe. Warum habe ich diese Flasche erst geteilt? Weil ich ungefähr 2020, also es ist knapp 3 Jahre her, 2,5 Jahre her, die Flasche gekauft habe, kam ins Regal und jo. Ich habe immer mehr und mehr gekauft und da kam ich nie dazu, das zu teilen. Ich war eine Woche lang in Belgien in Urlaub, habe ein paar Fotos gemacht von ein paar vom einen Regal am Boden und dann war vieles war Irish Whiskey und dann pup, die wurde gänzlich verteilt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Hier habe ich noch circa 10, 15 CL da drin. Falls jemand den hier probieren will, schreibt mich mal an. So, farblich. Der Bushmills ist dunkler. Ob das durch die 10 Jahre ist oder ob durch nasse Fässern oder nasse Fässern, das weiß ich nicht genau. Werden wir hier gleich herausschmecken. Ja, das wurde hier bei Bushmills oben in Nordirland gemacht. Das wurde jetzt hier, das ist ein
Ja, Handcrafted Irish Whiskey. Das ist eine Mischung von Single Pot Still und Single Malt. Und das wurde entweder bei Middleton gemacht oder Bushmills oder beides. Also, da habe ich jetzt hier in letzter Zeit unterschiedliche Meinungen gehört, dass der Single Malt Anteil käme vielleicht, das gehört alles damals zu Irish Distillers, dann Ricard, bevor die es abgegeben haben, an Diageo, es gab Verträge, und Diageo hat es dann nach Mexiko weitergegeben. Und ein Teil von der Single Malt kam vielleicht da von Bushmills oder von Middleton, und der Single Pot Still kam eindeutig von Middleton. Gut, riechen. Bisschen mineralische Kreide, aber schöne fruchtige Momente. Oh, dunkler, ledriger Oloroso-Moment. Der, also Leute, falls ihr den noch nie probiert habt, den Bushmills Zane, bisher muss ich sagen, 1 Liter Flasche, Preis-Leistung beinahe unschlagbar. Ja, also beinahe unschlagbar, dieses Ding her. Also, boom in your face von Farbe und auch vom Geschmack absolut cool. Also, ein 10 Jahre alter Bushmills mit einem wunderschönen Sherry-Finish mit 46%. Was willst du noch mehr? Ja, also, wir wollen natürlich, dass es drauf steht, non-chilled filtered. Wir wollen natürlich, dass es drauf steht hier, natürlicher Farbstoff. Aber, naja, wir können nicht alles haben. Aber beinahe, beinahe. So, probieren wir hier den Irishman. Übrigens, damals gab es denn der Private, Previous, der vorherige Limited Editions war denn hier von der Irishman Founders Reserve, war da der Masala. Und auch der Rumfass. So, von daher habe ich auch da beide schon, dachte ich, hier verkostet. Ich muss online schauen, ob das richtig ist oder nicht. Cheers. Ja. An der Nase habe ich von diesem mineralischen Moment geschnackt. Habe ich hier auch. Hat irgendjemand was bei Whiskey Base hier reingeschrieben? So. Nee. Für mich ist der Sherry-Einfluss gegeben, allerdings der Whisky, was dahinter sich ist, das ist nicht der typische perfekte Oloroso-Moment. Jo. Ja, lass uns nun hier zu Bushmills hingehen, ein bisschen Wasser zwischendurch. Die Bedingungen, unter denen ich hier verkoste, ist warm. Es ist 24 Grad hier im Raum, okay? Winter vielleicht würde ich sagen, vielleicht ein Tick besser, aber durch die Wärme vielleicht kriege ich etwas. Aber auch diese Whisky ist genauso warm und ich muss sagen, diesen Geruch, betörend, habe ich glaube ich noch nie auf dem Video gesagt, aber finde ich schon absolut schön. Sehr, sehr schön. Auch wenn es da hinten raus. Oh ja. Also. Schön. Sehr schön. Die cremige, ledrige Feigen-Datteln-Moment von der, ich sollte eigentlich kaum Datteln haben oder Rosinen, aber ein bisschen feige schon, also Oloroso, steht Oloroso Sherry, hier steht nur Sherry Cask Finish. Hier drauf steht irgendwo auf der Rückseite Oloroso. So, ja, hier steht er da hinten raus. Finished in Oloroso Sherry Barrels, hand selected by Bushmills Master, Blender, da, Blenderin damals, Helen Mulholland. Da ist was, da ist leicht was Grünes hinten, der kommt mit
dem Sherry harmonisiert und das ein bisschen deckelt. Wow. Sehr gut. Also das hier für mich ist ein 2 minus. 2 minus minus, 2 plus plus Moment mit dem Bushmills 10. Sehr, sehr schön. Von Preis-Leistung würde ich sogar auch ein 3 plus geben, ja. Das mit 55 Euro, knapp, ursprünglich 75 angekündigt, liefert nicht das, was ich will, nicht das, was ich wollte. Die ganze Zeit denke ich hier an, das hat hier Roy hier bei Aquavita neulich gehabt, der Turntable, der Blended haben Scotch Whisky, Purple Haze mit viel Sherry und so weiter. Er hat den gelobt. Er sagte absolut kaufen. Da war 70 Pfund, hier ist es 65 Euro. No, das ist hier bei 55 Euro und bin ich immer noch nicht der Meinung. Das ist 38 Euro in der Literflasche. Ja, das kaufen, Leute. Ich glaube, der Single Pot Still und der Single Malt harmonisiert gut. Ich glaube, dass der Sherry Finish über ein Jahr ist auch okay. Aber alle Komponenten zusammen sind nicht mehr. Es bleibt so, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Hier ist 1 plus 1 plus 1 ist 5. Ja, versteht ihr? Synergie. Das ist hier wirklich die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Und hier habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Teile sind immer noch einfach die Summe, was vorher war. Ich gebe diese Whisky ein 3 bis 3 plus. Preis-Leistung ein 3 bis 3 minus. Findet man kaum noch, aber ein paar Flaschen sind offenbar von der 936 noch in Deutschland zu finden. Das kam praktisch November 2020 angekündigt, Januar 2021 auf den Markt. Und ja, schauen wir mal, ob die neue Besitzer diese Reihe, ich glaube nicht, dass sie die Small Batch Reihe hier weiterführt, denn ja gut. Bernard Walsh hat das auch verkauft, ja. Auch da ist er nicht mehr Herr seines eigenen Hauses. Weder mit Irishman noch mit der Writers Tears, sondern der ist jetzt nur noch Angestellter von der eigenen Firma, die er damals gegründet hat. Und ja, schauen wir mal, in welche Richtung denn alles denn so gehen wird. Aber man braucht viel, viel, viel Geld, es zu expandieren. Und das ist das, was nötig war, um den nächsten Schritt weiterzugehen. Und ich wünsche Irishman, Writers Tears, Walsh Whiskey Group, denn da viel, viel Erfolg. Und wenn ich eine Wahl hätte, Bushmills 10 Jahre alt. Frage des Tages: Irish Whiskey, Sherry Fass, ob Vollreifung, Irishman 17, ja, der beste, den ich kenne, oder denn dort Finish, sage ich einfach der 10 Jahre alte Bushmills hier, was würdest du empfehlen? Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank hier auch dann dabei zu liken, abonnieren. Die Flasche wurde gänzlich durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe geteilt. Unten ist ein Link dazu. Auch diese Flasche müsste eigentlich auf meiner Sample-Liste sein, auch unten zu finden. Alles Gute in diese warmen Tagen im Sommer. Ich hoffe, dass wir uns hier bald einen Sonntagabend um 21 Uhr sehen mit einem Gast. Bis dahin, ciao!